hätte gedacht, dass ausgerechnet Bill Cipher eine fast schon philosophische Seite an sich haben könnte. Und tatsächlich, zwischen all dem Chaos, das er verbreitete, hat er einen ganz interessanten Satz geäußert. Wobei, wenn man bedenkt, dass er in all den vielen Jahren hier existierte, unglaubliches Wissen angesammelt hat, ist dies vermutlich eher weniger überraschend. Die Realität ist eine Illusion, das Universum ist ein Hologramm, kauf Gold und tschüss! Die Realität ist eine Illusion. Eine interessante Aussage, möchte man meinen, die bereits der weltbekannte Physiker Albert Einstein machte. Er nämlich sagte, Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Nun kann man diese Aussage auf verschiedene Weise interpretieren. In Bezug auf Gravity Falls und natürlich auf Bill Cipher mag einem gleich das Offensichtliche ins Auge springen. Für einen Dämon aus einer anderen Dimension und einer Vorliebe dafür, die Gedanken und Träume von Menschen zu manipulieren, scheint eine solche Aussage nur logisch. Ha, Pustekuchen! Ich bin hier der Gehirnakrobat! Ich weiß sogar, was ihr gerade denkt! Das ist unmöglich! Keiner weiß, woran ich denke! Ich werde dein Bein nie wieder loslassen! Bill erschafft haufenweise Illusionen, indem er die betreffende Person in Trance versetzt oder sie eben im Traum besucht. Und dennoch passieren diese Dinge nicht in der von uns als real betrachteten Realität, also in der Welt außerhalb von Träume und Fiktion. Ich möchte an dieser Stelle nicht behaupten, dass die Wirklichkeit innerhalb der Träume und im Reich der Fiktion nicht auch irgendwo ihre eigene Wirklichkeit besitzt, doch bildet es nicht das Thema dieses Videos. Um unsere Realität zu beeinflussen, bedarf es für Bill ein Portal. Nur dann ist er dazu in der Lage, unsere Welt physisch zu verändern. Doch was ist in diesem Fall mit seiner Aussage, die Realität sei nur eine Illusion gemeint? Ist die von ihm ins Chaos gestürzte Welt dann auch nichts weiter als eine bloße Illusion? Wie real sind die von ihm erschaffenen Realitäten in der realen Realität wirklich? Du, ich, warte, Mann, funktioniert nicht! Ich denke, seine Aussage spielt auf etwas anderes hinaus. Denn ist nicht die Realität, die von Bill Cipher wahrgenommen wird, eine vollkommen andere als die von jedem anderen? Und trifft dies nicht im Grunde auf jede Person zu? Seht ihr denn gar nicht, was hier abgeht? Immerhin wurde diese Welt von Bill Cipher erschaffen. Dieser Punsch besteht wahrscheinlich aus Blut. Und dieser Glitzerring ist aus zermahlenen Knochen oder Babytränen oder was auch immer. Die Realität ist eine Illusion. Eine Illusion in dem Sinne, dass jeder einzelne von uns die Realität etwas anders wahrnimmt als der andere. Doch wenn jeder von uns in seiner eigenen Realität lebt und dies scheint der Aussage nach der Fall zu sein, was ist dann die Norm? Es muss doch schließlich die eine richtige Realität geben. Doch vorweg ein kleines Beispiel. So mag sich der eine über einen Garten voller Löwenzahn ärgern und es als Unkraut betrachten, während sich der andere über die Schönheit der Blumen freut. Was für den einen nur Unkraut ist, ist für den anderen etwas Schönes. Beide Sichtweisen auf die Wirklichkeit sind vollkommen korrekt, obwohl sie völlig unterschiedlich sind. Unsere Gedanken beeinflussen die Art, wie wir die Welt sehen und wahrnehmen, mehr als manch einer glauben mag. Doch wenn ein jeder seine ganz eigene Realität und Weltanschauung besitzt, die sich aus vielen verschiedenen Ereignissen und Umständen entwickelt hat und stetig dabei ist, sich mal mehr, mal weniger zu verändern, was macht dann die reale Realität aus? Nach Bill gibt es sie nun einmal nicht. Albert Einstein nennt diese Illusion hartnäckig, denn das ist sie auch. Ich wage zu behaupten, dass die wenigsten dazu bereit sind, ihre Weltanschauung ohne weiteres grundsätzlich zu verändern und sehen diese eine, ihre Wirklichkeit, als die einzig wirkliche an. Bill Cipher weiß dies und er benutzt dieses Wissen, um die Menschen zu manipulieren. Es ist kein Geheimnis, dass eine seiner Lieblingsbeschäftigungen darin besteht, die Menschen zu beobachten. Überall in Gravity Falls finden sich versteckt seine Symbole, durch die er unsere Dimension beobachten kann. Ich meine, er ist praktisch überall. Auf Karten, Schminkaccessoire, Teppichen, Fenster, DVD-Hüllen, am Eingang der Mystery Shack, Geldschein, Papier. Wo man auch hinschaut, sein Symbol ist fast überall zu finden. Selbst ein gewisser anderer Cartoon ist nicht vor Bill sicher.
Durch seine Beobachtungen versucht er unter anderem zu verstehen, wie die unterschiedlichen Menschen denken, was sie bewegt und was ihre Ziele sind. Er macht sich die Emotionen zum eigenen Vorteil, um die Menschen zu manipulieren, was zugegeben ausgesprochen clever ist. Aus diesem Grund auch gelingt es ihm meist, das Vertrauen der Menschen so leicht zu gewinnen. Stanford hielt Bill für den vollendeten Gentleman und einen guten Freund, der nur das Beste für ihn und seine Forschungen im Sinn hatte, und schwupps war er auf die List von Bill hereingefallen. Später in der Serie haben wir den Fall mit Dipper. Im Ernst, Junge, du gefällst mir, also gebe ich dir einen kleinen Tipp. Im Gegenzug bitte ich dich um einen Gefallen. Abgemacht? Dipper wusste ganz genau, dass man Bill eigentlich nicht trauen durfte. Er hatte ja gesehen, was bei dem Deal mit Gideon rauskam, und trotzdem ging er einen Handel mit ihm ein. Hör dir doch erstmal meine Forderungen an. Oh. Na gut, was sind denn deine Forderungen? Willst du meine Seele fressen, meine Zähne ausreißen? Oder meine Augäpfel gegen Babyschädel austauschen oder sowas? Geht, bleib mal geschmeidig. Auch versteht er es, meisterhaft die Menschen zu imitieren. Im Körper von Dipper hatte er sich nicht so geschickt angestellt, das gebe ich zu. Doch denke ich, dass er dies zu einem Großteil nur tat, um Dipper damit zu ärgern. Wo hast du das Tagebuch eigentlich versteckt? Das ist hier irgendwo im Haus, habe ich recht? Diese Ärmchen halten echt was aus. Ich habe es versteckt, wo du es in einer Million Jahren nicht finden wirst. Hey, Dipper! Ich benutze dein Tagebuch als Requisite für die Show. Ist hoffentlich okay. Ich hau ab, bevor du widersprechen kannst. Tschüss! Lediglich bei Mabel versagte sein Einfühlungsvermögen, als er annahm, dass ihr das Theaterstück wichtiger sei als ihr Bruder. Denn scheinbar kann er solche Gefühle nicht wirklich nachvollziehen. Gutes Mädchen. Im Ernst, wer opfert schon alles, was einem wichtig ist, für sein dämliches Geschwisterchen? Dipper würde das tun. In der Aussage, die Realität ist nur eine Illusion, steckt demnach also noch weitaus mehr als nur die Fähigkeit von Bill, die Gedankenwelt zu manipulieren. Es ist vor allem das Erkennen, dass ein jeder in einer etwas anderen Realität lebt. Es gibt zwar festgesetzte Normen, nach denen wir leben, doch diese Normen legen noch lange keine einzig existierende Realität fest. Somit dürfte Bills Fähigkeit, die Psyche der Menschen zu verstehen und die Art, wie sie die Welt sehen, durchaus eine, wenn nicht sogar seine mächtigste Stärke sein. Auch wenn sie, wie wir gesehen haben, nicht unfehlbar ist. Funkel, funkel mir nicht dazwischen, Sternschnuppe! Ich sehe alles! Au, nicht schon wieder! Ui, das brennt! Gut gemacht, Kleine! Mein Auge hatte sich gerade wieder erholt! Ja, das tut weh! Das weiß ich aus eigener schmerzhafter Erfahrung! Und zwar mehrmals! Was können wir nun mit dieser Erkenntnis anfangen? Nun ja, sagen wir mal, Bill wäre ein netter Dämon ohne sadistischen Humor und einen Hang zu Chaos, dann könnte man es vielleicht so sehen. Anstatt davon auszugehen, dass eine Person so ist, wie sie auf dem ersten Blick scheint, sollte man lieber auf diese Person eingehen, sie näher kennenlernen und herausfinden, wie sie wirklich denkt, wie ihre Wirklichkeit aussieht und erst dann ein Urteil fällen. So bestände die Möglichkeit, sich neue Freunde zu machen, mit denen man ansonsten vielleicht nicht einmal gesprochen hätte. Wir sehen dies in der Serie zum Beispiel bei Grunkle Stan, der nach außen hin zwar griesgrämig wirkt, im Grunde aber nur das Beste für Dipper möchte. Oder auch bei Multibären, der zufällig auf dieselbe Band wie Dipper steht. Auf der anderen Seite kann aber natürlich auch jemand, den man für perfekt hält, eine komplett entgegengesetzte Persönlichkeit haben. Yo, Seabeth, ziehst du etwa wieder diese reine Herznummer ab? Das ist ja voll daneben. Was? Betrug? Einhörner können nicht in Herzen sehen. Wir können nur leuchten, den nächstgelegenen Regenbogen anzeigen und Rave-Musik spielen. Die Eigenschaft, die Menschen zu verstehen, beherrscht Bill fast perfekt, weswegen ihm so viele Deals gelungen sind. Aber ist doch nett zu wissen, dass man Bills Aussage auch etwas Positives entnehmen kann, denn... Dieses ganze Geschwafel über Freundschaft schließen hängt mir zum Hals raus, wenn ich einen hätte. Falsche Kartoon will sie in seinem magischen Freundschaftsponyhof geht's da entlang. Ja, aber mal ernsthaft, hier ist ein richtiger Tipp. Nutzt das Wissen lieber, indem ihr herausfindet, wie die betreffende Person tickt und verwendet es für eure eigenen Pläne. Frosch im Hals. Yep, so jedenfalls würde ich die Aussage interpretieren. Was meint ihr dazu? Seht ihr es genauso oder könnte Bill damit noch etwas anderes gemeint haben?
Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vielen Dank nochmal an Skyrina, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, für ihre Bill-Cypher-Animation. Falls ihr die ganze Animation sehen möchtet, den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!